Kurz überlegen, dass die Botenstoffe zwischen den einzelnen Nervenzellen im Gehirn weniger werden. Dann muss man also versuchen, diese wieder so in ein Gleichgewicht zu bringen, den Abbau und den Aufbau dieser Botenstoffe, dass die Kommunikation zwischen den einzelnen Nervenzellen wieder hergestellt ist. Und es gibt Medikamente, die tatsächlich dafür sorgen, dass der Abbau dieses Botenstoffes, der ohnehin ja wie gesagt wenig ist, verhindert wird. Letztlich lässt sich aber eine Demenz, sei es eine Alzheimer-Demenz als auch eine vaskuläre Demenz, immer noch nicht richtig heilen. Was bedeutet eine Demenz? Abnahme von Gedächtnisfunktionen, Aufnahme und Wiedergabe neuer Informationen ist nicht möglich. Verlust von früher erlernten Fähigkeiten, vertraute Inhalte sind nicht mehr möglich, können nicht mehr wiedergegeben werden. Das Denkvermögen an sich wird weniger, Fähigkeit, vernünftig zu urteilen, nimmt ab, der Fluss an Ideen nimmt ab, der Redefluss nimmt ab, die Patienten fangen einen Satz an und er verläuft sich einfach, hören einfach auf, ohne Fortsetzung des Satzes. Wenn man sie dann dazu fragt, dann wissen sie auch nicht mehr, was sie vorher gesagt haben oder was sie sagen wollten. Die Informationsverarbeitung, also die Umsetzung dessen, was man sieht, was man hört, worüber man spricht, im Gehirn funktioniert nicht mehr. Und auch ganz wichtig, die emotionale Kontrolle nimmt ab. Das heißt, das Sozialverhalten wird schlechter, Patienten werden aggressiv oder eben auch bei dem Beispiel von der Alzheimer-Patientin, Auguste Deter, sie wird eifersüchtig, sie wird aggressiv gegenüber ihrem Ehemann, all diese Dinge. Hinzu kommt auch eine Abnahme der Motivation, also Dinge zu tun. Wenn sie früher gerne spazieren gegangen sind oder anderen Hobbys nachgegangen sind, das hört absolut auf. Null Motivation. Häufig ist es so, dass die Patienten dann nur noch wirklich sitzen, da sitzen und vor sich hin stieren. Das ist eine Sache, die eben auch gerade was das Sozialverhalten anbelangt, was die Angehörigen und das Umfeld anbelangt, sehr wichtig ist, dass man versucht, hier auch anzusetzen. Verlust der Geistes- und Verstandesfähigkeiten. Die Patienten können nicht mehr richtig sprechen, nicht mehr rechnen. Das praktische Geschick nimmt zusätzlich ab. Es kommt zu Wesensveränderungen. Das Bewusstsein ist aber meistens noch erhalten. Und wenn das Ganze mehr als 6 Monate dauert, ist es dann auch definitionsgemäß eine Demenz. Was sind die ersten Symptome oder was können erste Symptome sein? Das Kurzzeitgedächtnis lässt nach. Vergessen von Terminen oder Verlegen von Schlüsseln, Verlegen von Gegenständen. Muss man jetzt immer überlegen, im Alter ist es, wie gesagt, nicht ungewöhnlich, dass die geistigen Fähigkeiten abnehmen. Aber die Häufung und die schnelle Zunahme, das ist ganz entscheidend. Die Aufmerksamkeit lässt nach, zum Beispiel im Gespräch, wie ich eben schon sagte, der rote Faden reißt ab. Anfangs versuchen die Menschen das noch zu banalisieren oder zu kapieren und versuchen sich rauszureden. Aber im Laufe der Zeit ist dies nicht mehr möglich. Zudem kommt es zu Stimmungsschwankungen bis hin zu einer echten Depression. Eine Depression kann wirklich ein erstes Symptom einer Demenz sein, wobei, ganz klar, nicht jede Depression in einer Demenz endet. Das sind schon 2 verschiedene Krankheitsbilder, aber eine Depression kann ein erstes Symptom sein. Frühere Ereignisse werden im Verlauf vergessen. Also man sagt ja häufig eben, am Anfang Kurzzeitgedächtnis funktioniert nicht mehr, aber im Verlauf der Erkrankung ist es auch so, dass das Langzeitgedächtnis nachlässt. Wir haben ja viele Patienten aus der Kriegszeit und Nachkriegszeit, die uns von diesen Dingen erzählen. Und viele sind auch leben tatsächlich in dieser Zeit. Sie denken, sie seien noch in dieser Zeit. Und im Verlauf der Erkrankung lässt auch dies nach. Die räumliche Orientierung lässt nach. Selbst in gewohnter Umgebung verlaufen sich die Patienten in der eigenen Wohnung, wissen nicht mehr, wohin sie wollen, wohin sie müssen. Weitere Symptome einer Demenz sind einfache Handlungen wie Zähneputzen funktionieren nicht mehr. Sich anziehen funktioniert nicht mehr. Wenn es dann so ist, dass die Patienten alleine wohnen, in ihrer eigenen Wohnung wohnen, kann es sein, dass sie wochenlang dieselbe Kleidung anhaben, aber denken, sie hätten sich hier frisch angezogen. Dadurch kommt es zu einer gewissen Verwahrlosung, so dieses Messitum, Sammeln von Müll zum Beispiel nimmt auch zu, die Mobilität.